So, schönen guten Nachmittag an den Endgeräten da zu Hause. Wir melden uns hier mal kurz aus dem Kicks und genießen gleich die fünfte Vorrundenbegegnung hier an Tisch 1. Und da treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die momentan in der Tabelle ganz oben stehen. Und das ist zum einen das Vater-Sohn-Gespann Nico und Jens Wohlgemuth auf der linken Seite und auf der rechten Seite Martin Trinoga und Thorsten Zinke aus Bremen. Also Jens Wohlgemuth, der Junior aus dem Norden, der auch im Kader der Junior-Nationalmannschaft steht. Und Martin Trinoga, ein ordentlicher Chat-Spieler aus Bremen, ist hier gut ins Turnier gestartet. Und ich habe ihn schon auf einigen Challengern gesehen, also spielt immer eine ganz ordentliche Partie. Da bin ich gespannt, wie sich das hier entwickelt zwischen diesen beiden Partien. Es wurde jetzt gerade gelost. Und dann beginnt die fünfte Vorrunde hier im Kicks bei den zweiten Kicks Open, was als Challenger, als DTFB-Challenger ausgetragen wird. Das heißt, es gibt wieder Punkte für die Rangliste. Jeder kann mitmachen und nach einer Vorrunde von 7 bis 8 Spielen teilt sich das Feld in ein Profifeld, Amateurfeld und Neulingefeld. Und heute wird hier zum ersten Mal mit dem neuen Ball gespielt und Nico Wohlgemuth passt sich den Ball hier gleich nach vorne und hat hier viel Ballgefühl mit diesem neuen ITSF-Leonard-Ball, der ein bisschen rutschiger ist und dadurch gewöhnungsbedürftiger und heute zum ersten Mal hier zum Einsatz kommt und die Spieler ihn auch bei Unterturnierbedingungen testen. Jetzt wieder, Nico hat den Ball wieder auf der 5, konnte ihn blocken, steckt ihn wieder gut durch hier ins Feld auf die Stürmerreihe und spielt eine Wander-Abroller-Auslage aus der Mitte. Schöner Stupser hier schräg ins Feld, da steht es schnell 2-0. Also Nico dominiert hier zu Beginn der Partie das Spiel. Mit seiner starken 5 kann den nächsten Ball blocken und wieder nach vorne bringen. Also richtig guter Beginn hier. Jetzt bleibt er hier am Torwart hängen an Thomas Zinke aus Bremen, der Partner von Martin Trinoga. Der muss jetzt hier ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. Und ich hoffe, es ist einigermaßen ersichtlich zu Hause mit der Auflösung, dass die Spieler doch zum Teil sehr vorsichtig mit dem Ball umgehen. Aber Nico hier schon eine starke Sicherheit mit dem neuen Ball. Wandert wieder viel, aber verliert jetzt auch hier den Ball. Also manche Bewegungen, die man sich mit dem alten Ball angewohnt hat, kann man nicht mehr machen. Wenn der Ball ein bisschen vor- oder zurückrutscht, dann rutscht er doch schnell gerne weg. Und jetzt Martin Trinoga mit dem Chat. Aus der Mitte wird gehalten hier von Jens Wohlgemuth. Und Jens bringt den Ball ins Spiel. Nun die Schieberauflage von unten. Versucht die Bande, trifft ihn nicht richtig. Und Martin Trinoga bleibt wieder im Mittelfeld hängen. Also Nico hier im Mittelfeld bisher klar dominierend. Und dieser Innenpass ins Feld, der sieht schon ziemlich sicher aus. Jetzt wieder vorne den Ball, wandert er da hin und her und geht diesmal über die Mitte. Das können wir uns nochmal in der Wiederholung anschauen. Zieht da nach außen und geht dann wieder rein. 3-0. Also bisher klare Angelegenheit hier. Jetzt Martin zum ersten Mal sicher durchgepasst und geht da über die Mitte. Anschlusstreffer in der Wiederholung. Sieht, dass da Jens ziemlich breit steht. Und da ist schon wieder das nächste Tor gefallen. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. 4-1. Martin kann den Ball behaupten da im Mittelfeld. Aber der Pass an die Bande, der heute, wie ich gesehen habe, viel angewandt wird, wird geblockt. Der Pass an die Bande ist dann doch der einfache Ball mit diesem neuen Ball bisher.
Da müssen die Spieler erstmal lernen, wie man auch dann effektiv ins Feld brushen kann. Nico hat das bisher hier bewiesen. Nimmt jetzt auch Tempo raus aus dem Spiel. Und nimmt die Auszeit. Also 4:1 Führung für Vater und Sohn hier an Tisch 1. Also die beiden haben bisher 4 Spiele gewonnen, diese beiden Teams. Und jetzt geht es darum, wer gewinnt das 5. in dieser Vorrunde. Und Nico bringt den Ball wieder ins Spiel, wandert viel und verschießt. Also das Team Martin und Thomas bleibt dran. Und Thorsten bringt den Ball ins Spiel. Mittelzieher, der Ball fliegt über den Tisch. Nico kann ihn wieder auf der 5 behaupten. Also sehr starke Mitte. Und starker Wattenpass hier. Nico Wohlgemut. Der vor ein paar Monaten noch den linken Arm gebrochen hatte, da er auf dem Eis ausgerutscht ist und feuert den Ball aber hier wieder sehr sicher ins linke Eck. Also das ist echt schon eine ausgezeichnete Technik, der dieser junge Tischfußballer an den Tag legt. Und jetzt werde ich aufgerufen, denn ich muss selbst spielen. An Tisch 2. Aber Nico schießt hier das 6:1 und vielleicht bekommen wir es noch hin. Also klare Angelegenheit hier auf Tisch 1. Martin Trinoga kann ihn hier nochmal durchstecken. Aber verschießt, kann den Ball nicht fangen. Sein Partner kann ihn fangen. Und schöner Stupser hier. 6:2. Und ich lasse euch jetzt alleine. Zeichnung.